Aus Gisbert und die Gackerhühne lese ich jetzt einen Ausschnitt, eine Reise ins Weltall. Das ist die Milchstraße, sagte der Uhu. Woher weißt du denn so etwas? Gisbert wurde ganz aufgeregt. Weil ich ein Gelehrter der Astronomie bin. Huhu. Der Nachtvogel schien vor lauter Gelehrtheit noch etwas größer zu werden. Der Gisbert konnte sich das Wort nicht gleich merken. Der Astronomie oder auch Sternenkunde, half ihm der Uhu. Ich studiere die Planeten, die Sterne, Galaxien im Universum. Gisbert fand die Worte Astronomie, Planeten, Galaxien sehr geheimnisvoll und wollte gern mehr darüber erfahren. Die Milchstraße, so wie wir sie sehen, ist nur ein kleiner Teil der Galaxie in unserer Erde, die Sonne und der Mond und die anderen Planeten herumkreisen, erklärte der Uhu. Und Gisbert wurde immer aufgeregter. Und schon breitete der Uhu seine Schwingen aus und flog mit Gisbert lautlos in den Himmel. Höher und höher. Die Erde wurde kleiner und kleiner, bis sie irgendwann nur noch die Größe einer Murmel hatte. Sie flogen durch einen Strom Meteoroiden, die der Uhu Perseide nannte. Jetzt im Sommer können wir sie als die Sternschnuppen sehen, wenn sie über der Erde verglühen, erklärte er. Sie grüßten den Mond und die Planeten Venus, den wir als Abendstern kennen. Sie kamen an einem Siebengestirn vorbei, das der Uhu die Plejaden nannte. Und dann sahen sie Merkur, Mars, Jupiter, den mächtigen Saturn. Und sie flogen immer weiter hinaus in das unvorstellbar große Universum. Ja, Gisbert konnte sogar noch weitere Sternenwirbel erkennen und ihm wurde sehr feierlich zumute. »Ich wollte so gerne das Weltall sehen«, flüsterte er, »aber ich habe noch nie im Leben gedacht, dass es so schön ist.« Er ließ das Gefieder des Nachtvogels los und schwebte nun in der Unendlichkeit. Er fühlte sich ein bisschen so an, als würde ich in meinem Regentonnenwasser schwimmen, dachte er bei sich und staunte über die unzählbar vielen Sterne, die um ihn herum funkelten. Sie sahen aus wie Wassertropfen, die in der Sonne glitzerten. »Nun, ich würde meinen, wir haben genug gesehen für eine Nacht«, sagte der Uhu. »Also gut festhalten.« Gisbert bekam den Uhu gerade noch zu fassen und dann begann sich alles um ihn herum zu drehen. Riesengroße Lichter läuteten links und rechts auf ihm, von ihm auf und verloschen wieder und ganze Sternenbilder sausten an ihm vorbei. Und dann kam die Erde wieder in Sicht. Sie wurde größer und größer. Und bald konnte Gisbert den Wald und die Wiese erkennen und zuletzt den Garten, in dem er wohnt. Der Uhu landete sanft auf dem Holzstapel vor unserem Schuppen und ließ den Regenrinnenwicht sacht von seinem Rücken heruntergleiten. Gisbert drehte sich leicht in seinem Schlaf um, ein Holzscheit unter ihm verrutschte leicht und dann wachte er auf.